Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Moni. So, ich möchte mit euch heute einen Brotaufstrich machen, und zwar einen Toffee-Teller. Ich habe zwar schon einen gemacht mit Milky Way und der ist super geworden, aber auf vielfachen Wunsch auch mal Toffee-Teller. Habe ich aus diesem Heft Thermomix-Rezepte bayerische Küche. So, also fangen wir an. Man braucht dazu eine Packung Toffee-Fees. Sahne und 40 Gramm Butter. So. Als erstes werden die Toffifee in den Mixtopf gegeben und bei 10 Sekunden Stufe 10 zerkleinert. Das ist eine ziemlich laute Angelegenheit. Ich mache das jetzt nochmal mit dem Turbo und schalte euch aber dabei weg, weil sonst ist es wirklich zu laut. So, jetzt bin ich wieder da. Und das schaut ja schon ganz gut aus. Das Toffifee ist ein bisschen am Rand dran. Das schiebe ich jetzt mit dem Spatel einfach nach unten. So, schaut das aus. Dann kommen dazu 40 Gramm Sahne. Und 40 Gramm Butter. Also das ist ein sehr gehaltvoller Brotaufstrich. Aber den isst man ja nicht in Massen, sondern in Maßen. So sollte es zumindest sein. Weil sonst kann man die sich direkt auf die Hüften schmieren. So. Gut. Dann das Ganze. 5 Minuten, 50 Grad, Stufe 2. Also 50 Grad, Stufe 2. 5 Minuten erwärmen. So, und wenn das dann fertig ist, dann hole ich euch wieder. So, jetzt schaue ich mir das mal an, ob das schon fertig ist. Ja. Sehr gut. So, ich fülle mir das jetzt einfach in ein schönes Glas rein. So, Vorsicht. Also der Ausgießer bei den Töpfen ist echt beschissen. So, das sind natürlich schon noch ein paar Schokostückchen oder Nussstückchen und Karamellstückchen drin. Aber so soll es ja eigentlich auch sein. So. Den kann man auch mit Snickers oder Bounty machen. Ich habe es auch schon mit Milky Way gemacht. Da ist er auch super lecker geworden. Also echt perfekt. So. Und da das die anderen alle interessiert hat, es brennt nichts an. Bloß mal, um zu zeigen, dass bei der Maschine wirklich nichts anbrennt. Auch nicht Toffee-Teller. Weil da haben wir im Internet schon Bilder gesehen, wo es brutalst angebrannt ist. Oh, zum Reinlegen. Aber wie gesagt, kalorienmäßig einfach der Hammer. Naja. Gibt es halt auch nicht jeden Tag. So. Das letzte bisschen noch ausgekratzt. Okay. So. Gut. Das muss ich nochmal probieren. Super. Wirklich. So. Machen wir den Rand dann ein bisschen sauber, weil das ist so. So eine Schlätzerei. Gut. Dann Deckel zu, in den Kühlschrank rein und nächste Woche gibt es wahrscheinlich ein neues.
So, ihr Lieben, das war's von mir für heute. Das nächste Mal mache ich dann aber wirklich mal einen Likör, versprochen. Ich muss aber erst noch Zutaten einkaufen gehen. Ich habe nichts zu Hause dafür. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!